Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch wurde in Zürich geboren. Schon als Schüler schrieb er Theaterstücke, die jedoch nie aufgeführt wurden. Er studierte Germanistik, wurde dann aber wie sein Vater Architekt. Mit Mitte 40 trennte er sich von seinem Architekturbüro und von seiner Familie und widmete sich ganz dem Schreiben. Mit seinen Erzählungen, Romanen, Theaterstücken und Tagebüchern wurde er weit über die Schweiz hinaus bekannt. Max Frisch beschäftigte sich mit der Frage der eigenen Identität, mit der Beziehung zwischen den Geschlechtern und mit dem Wechselspiel zwischen gelebtem Leben und Fiktion. Er setzte sich zunehmend kritisch mit dem politischen Zeitgeschehen und mit seinem Heimatland Schweiz auseinander. Max Frisch lebte vor allem in der Schweiz, aber auch immer wieder für längere Zeit im Ausland. 5 Jahre verbrachte er in Rom. Ich bin natürlich nicht der Erste, der mit Begeisterung in Rom lebt. Ich selber habe im Allgemeinen in meiner Vaterstadt in Zürich gelebt. Einmal ein Jahr in New York und in San Francisco. Das war wunderbar, aber es war eigentlich eine sehr schwere Zeit. Und jetzt lebe ich wieder einmal außerhalb meiner Heimat, eben hier in Rom. Wir sind gerade in Trastevere. Nach einem sehr schönen Mittagessen. Ich sitze da vor einem der vielen sehr schönen Brunnen von Rom. Was aber mich in Rom begeistert oder mich glücklich macht, das heißt arbeitslustig macht, das ist natürlich nicht allein das, was Sie von Rom kennen, gesehen haben, die Herrlichkeit Roms, die Denkmäler, auch nicht allein das Volk, das ich sehr gerne habe, sondern einfach die Tatsache, dass ich einmal anderswo lebe. Ich habe 30 Jahre in meiner Vaterstadt gelebt, wo man natürlich alles kennt und was noch schlimmer ist, gekannt wird von vielen. Das heißt, man fällt in die Gewöhnungen hinein, der Alltag läuft seinen Gang. Auch innerlich sind die Reaktionen schon vorgeschrieben. Wogegen durch die Veränderung, die eintritt, dadurch, dass man in einer anderen Stadt lebt, dass man seinen Alltag wieder neu aufbauen muss, diese Veränderungen sind so stimulierend und anregend für die Arbeit. Jedenfalls habe ich eine sehr herrliche Zeit gehabt, jetzt die ersten 7 Monate in Rom. Es war Winter, es war regnerisch, es war gar nicht so schön. Und ich denke auch daran, länger in Rom zu bleiben. Es ist natürlich eine sehr glückliche Situation. Ich bin Schweizer, habe also eine Heimat, lebe aber jetzt nicht in ihr. Ich lebe in Rom, der herrlichsten Stadt der Welt, werde in Deutschland gelesen, lebe von meinen deutschen Lesern. Ich kann nur sagen, dass es eine sehr glückliche Situation ist. Und dann kommen wir in den römischen Verkehr hinein, den ich furchtbar gerne habe. Ich fahre noch gar nicht lange Auto, bin also ein Anfänger. Ich habe ein bisschen Angst gehabt vor dem berüchtigten Römerverkehr. Aber ich liebe ihn sehr, weil er sehr sportlich ist und sehr, sehr fair, witzig, sehr flexibel. Es geht nicht so sehr wie vielleicht bei uns nach einem Rechtsstandpunkt. Wer kommt von rechts, wer kommt von links? Sondern man spürt es wie in einem lebendigen Dialog, wer geht vor und wer bleibt zurück. Ich bin auch so furchtbar verliebt in die Polizisten hier, weil das wirklich Helfer sind. Die machen kein jüngstes Gericht, sondern die fördern den Verkehr. Ja, das ist die Via Appia, das ist die große Straße von Rom nach Brindisi, wo die Heere ausgezogen sind, zurückgezogen sind, links und rechts die Gräber. Jetzt kommen wir dann an einen Hügel, der für mich einen besonderen Reiz hat. Der spielt in einem der Romane eine Rolle, im Homo Faber. Das ist der Hügel, wo der Homo Faber entdeckt, dass das Mädchen, das er liebt, seine eigene Tochter ist. Und obschon das natürlich nie stattgefunden hat, geht es mir doch so, wenn ich ihn sehe, als ob das ein Denkmal wäre, also wenigstens für meine Arbeit. Ich bin als ganz junger Mensch mal an der Via Appia gewesen. Und als ich an dieser Arbeit schrieb, habe ich daran gedacht, hatte dann zufällig gerade das Glück, auch nach Rom zu kommen. Ging hier raus spazieren, setzte mich auf einen Hügel, noch nicht an diese Szene denkend, und habe einfach später genau die Situation gewusst. Das ist ja für ein Buch dieser Art, geschrieben von einem Techniker, einem Sachmenschen,
sehr wichtig, dass die Dinge auch genau stimmen, dass sie nicht ungefähr sind. Warum ich schreibe? Das ist die berühmte Gretchenfrage, nicht? Weil ich Lust habe. Etwas banal gesagt, weil ich ja irgendetwas tun muss. Wie Faulkner gesagt hat, to make money. Etwas pathetischer gesagt, weil es schwer ist, das Leben auszuhalten, ohne sich auszudrücken. Ich glaube nicht, dass ich schreibe, um etwas zu erreichen in der Welt, um die Welt zu verändern, um die Leute zu belehren. Vielleicht habe ich das einmal gemacht, dieser didaktische Zug, der drinnen gesehen wird. Dann eine andere Quelle, dieses Bedürfnis zu schreiben, ist die Kommunikation. Man will nicht allein sein, nicht? Man will wissen, ob es anderen Menschen ähnlich geht gegenüber Zeitfragen, Zeitproblemen. Aber vielleicht am Anfang steht doch eine ganz naive Lust, etwas zu machen. Ich habe so oft gelesen, dass ich ein Moralist bin, dass ich etwas glauben muss. Angenehm ist es mir nicht, aber es wird wohl so sein, wenn die Kritik es sagt. Ja, also das eigene Leben zu erzählen, das ist natürlich eine heikle Sache. Entweder macht man eine Anekdote draus, eigentlich interessiert es einem auch nicht so sehr. Geboren in Zürich, 1911, normale Schulen, eigentlich ein recht uninteressantes Leben. Und als 16-Jähriger schon, da habe ich auch Stücke geschrieben, sehr viele. Die habe ich auch an Theater geschickt, die wurden zurückgeschickt, aber sogar mit sehr artigen Briefen. Ich wusste gar nicht, was für eine Ehre das ist. Jetzt da fahren wir über römisches Pflaster, wo die Legionen drüber gegangen sind, da müssen wir etwas langsam fahren. Zuerst habe ich also studiert Germanistik, dann gemerkt, dass ich mich in dieser Hinsicht gar nicht für Literatur eigne. Ich bin ein sehr schlechter Leser, habe immer die gleichen Dinge gelesen, die ich geliebt habe und die anderen einfach nicht gelesen. Dann kam der Tod des Vaters, ich hatte kein Geld mehr, Studium abbrechen. Da wurde ich Journalist, bin da herumgereist und zwar Journalist auf dem bescheidensten Niveau, nämlich als Sportberichterstatter. Und als ich 24, 25 Jahre kannte ich ein Mädchen, was mir einmal sehr richtig gesagt hat, weißt du, bist nichts. Dann habe ich mir überlegen müssen, was für einen Beruf ich wählen könnte. Hatte dann das Glück, einen Freund zu haben, der mir das Geld gab, um 4 Jahre leben zu können. Und habe das genommen, was mir noch am ehesten erreichbar schien. Mein Vater war Architekt, Architektur, was ja auch ein ganz herrlicher Beruf ist. Nur habe ich dann etwa mit 40 Jahren festgestellt, dass man nicht beides nebeneinander machen kann, weil beide Berufe einfach den ganzen Mann erfordern. So habe ich dann etwa mit 42 Jahren habe ich angefangen, nur noch Schriftsteller zu sein. Bin also insofern ein sehr junger Schriftsteller. Als ich 27 war, wusste ich, dass ich nicht mehr schreiben will, nicht mehr schreiben werde. Sie sehen, dass ich den Schwur nicht gehalten habe. Da habe ich alles, was ich geschrieben hatte, verbrannt. Und das war auch sehr gut. Ich glaube nicht, dass da etwas sehr Kostbares verloren gegangen ist. Gewonnen wurde damit eine große Befreiung. Ich habe dann auch viele Jahre nicht geschrieben. Ich wurde dann Architekt. Ich habe auch den Architekturberuf weiter fortgesetzt, als ich wieder schrieb. Und zwar darum, weil es für mich, ich will daraus nicht eine Regel machen, für einen anderen Schriftsteller kann das ganz anders sein, aber weil es für mich sehr wichtig war, in einen realen Kontakt mit der Welt oder mit unserer Gesellschaft zu kommen. Also über Arbeitgeber, Arbeitnehmer und diese Dinge, über Geld, Wirtschaft. Nicht nur aus den Büchern Kenntnisse zu haben und Meinungen, sondern ganz simpel aus der eigenen Erfahrung. Das heißt halt Angestellter sein, wissen, wie das schmeckt, dann die Erfahrung, wie ist es, wenn man selber der Boss ist, der Chef ist, wissen, wie das schmeckt, was gar nicht leicht ist, gar nicht lustig. Früher, als ich noch Architekt war und nebenbei geschrieben habe, war ich ein Feierabend- oder Sonntagsschriftsteller. Jetzt, wo es zum Beruf gemacht worden ist, arbeite ich, sagen wir, wenn es ein normaler Arbeitstag ist, wenn nicht Fernsehen kommt, wenn nicht sonst Besuche kommen, Freunde oder andere Menschen, nicht? Ich stehe so nicht allzu früh auf, um 8 Uhr, jetzt hier in Rom zum Beispiel, dann gehe ich aus in eine Bar, nehme mein Frühstück,
um ein bisschen Menschen zu sehen und setze mich um 9 Uhr an die Arbeit. Weiß aber im Vornherein noch nicht sehr, was ich arbeiten werde, ob ich neue Dinge mache oder alte Dinge überarbeite. Und arbeite in jedem Fall den ganzen Vormittag, also hier in Rom, wo der Tagesablauf etwas anders ist, so bis 3 Uhr. Dann kommt die erste Ermüdung, dann gehe ich wieder ein bisschen aus und arbeite am Nachmittag noch einmal. Im Allgemeinen nicht in der Nacht. Ich brauche den Morgen, wo man wach ist und wo man frisch ist und wo man möglichst intelligent ist. Mein wichtigstes Werk, darauf gibt es einen stereotypen guten Ausspruch, das ist das Kommende, nicht? Aber Sie meinen natürlich von den früheren Werken. Ich würde eine ziemlich strenge Auswahl treffen. Ich würde gelten lassen von den Romanen den Stiller, den Homo Faber und das Tagebuch. Den Rest würde ich mir schenken, von den Stücken würde ich 3 Stücke stehen lassen. Nämlich Biedermann und die Brandstifter, das neue Stück Andorra, das im Laufe dieses Jahres auf die Bühnen kommt, und ein älteres Stück, mit dem ich immer Unglück gehabt habe. Das ist der Graf Öderland. Der hat eine Uraufführung in Zürich gehabt. Das war ein respektabler Misserfolg. Dann habe ich es später für Kortner umgearbeitet, in Frankfurt nochmal gespielt. Es war ein noch respektablerer Misserfolg. Und jetzt hier in Rom, wo ich sehr große Arbeitslust hatte, habe ich durch nichts gezwungen plötzlich Lust gehabt, dieses Stück noch einmal zu schreiben in 3 Wochen. Habe es noch einmal geschrieben und habe jetzt ein ganz gutes Gefühl, sodass ich es zu den 3 Stücken zähle, die ich stehen lassen würde. Also Dürrenmatt und frisch. Ich glaube, es ärgert uns beide, dass wir ständig zusammen genannt werden. Wir sind beide Schweizer, schreiben beide Stücke. Und was noch wichtiger ist für uns beide, wir sind Freunde. Ich rauche da gerade eine Pfeife, die ein Geschenk von Dürrenmatt ist. Aber diese Freundschaft, die hat natürlich einen Witz, wir haben auch neulich mal darüber geredet. Es bleibt uns nämlich nichts anderes übrig als die Freundschaft. Denn wenn wir uns befehden würden, ist das ein so großer Clou für seine Freunde, meine Gegner, die warten eigentlich nur darauf. So sind wir eigentlich zwar Freunde, aber obendrein noch verflucht, Freunde zu sein. Ja, ich weiß und ich höre auch in Deutschland sehr oft, dass ich also so kritisch sei gegen die Schweiz und einige Landsleute haben es mir auch übel genommen. Das ist, wie man kritisch ist gegenüber einem Wesen, das man im Grunde genommen gern hat, das man aber noch ein bisschen besser haben möchte, als es ist, das man ändern möchte. Ja, also einfach mit dem, was man als Hassliebe bezeichnet. Was die Schweiz schwierig macht. Ja, wieder halt sehr scharf gesprochen, das ist der Größenwahn auf die Bescheidenheit. Etwas milder oder anders gesagt, es ist ein Land, das von der Vergangenheit her lebt, das seine großen Ziele in der Vergangenheit hat. Und ich glaube, dass Ziele im Allgemeinen eher in der Zukunft liegen. Und mich hat eine Zeit lang furchtbar interessiert, wie die Schweiz sich die Zukunft denkt. Aber das interessiert sie nicht so sehr, sondern sie hängen an diesem Jetzt, das sie möglichst bewahren. Das Bewahren ist etwas furchtbar Wichtiges, aber vom Bewahren allein leben wir nicht. Wir müssen eine Utopie haben, wir müssen ja etwas anderes haben wollen, was vielleicht nicht mal besser ist, aber wir müssen ja nach vorwärts leben.